So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Legend of Zelda Link's Awakening auf der Nintendo Switch. Ja. Nein, wir wollen hier kein Herzchen anbringen. Oh, wir wollen hier auch keine umbelegen. Nein. Penner, Arschloch, Wichser. Ach, schauen wir einer an. Noch ein Blatt. Das ist das dritte. So, Nummer 3. Mal weg hier. Au. Ach, da ist der Schalter fürs Gate, okay. Oh, es scheint so, als hätte sich das Burgtor geöffnet. Nun kommst du leichter nach draußen. Yes. Und ein Herzchen. Flupp. Bomben. Wir brauchen Bomben. Bomben. Hallo? Wollte schon sagen, also langsam. Oh, noch eins. Vier. Noch eins fehlt. Der hat bestimmt das fünfte. Jetzt kommt da der Keulenschwinger. Keulenschwinger Klaus Dieter. Au! Aua! 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 Tut mir weh. Yes! Mit einem halben Herzchen! Lol! Aber wir haben alle fünf. Jetzt solltest du noch einmal Richard wegen dem Schlüssel aufsuchen. Wenn ich es bis dahin schaffe, I don't feel so good. Mit einem halben Herz, also ein etwas strenger riechender Furz im Wind und wir sind tot. Jetzt nicht mehr. War noch mal Richards Bude. Entschuldigung. Das Muschelhaus. What the fuck? Wird mir das nicht angezeigt? Oder war doch. Oder nicht?
Das da? Ach, das da! Ah! Verschwind! Genau, tötet euch selbst. Arschgeigen. Hopp, aber das geht und hüppa! Holen wir mal alles um. Ich weiß nicht, ob hier noch was versteckt war. Yep. Aber hier. Das schreit doch schon. Ja, klar. Putz. Putz. Kann ich hier rum auch? Nee, kann ich nicht. Ja. Ja. Richard, ich hab deine drei, fünf, die goldenen Dinger halt, ja. So, hi. Ah, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. Schiebe die Statue hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. Erstmal nach hinten dancen. Geheimgang. Flop. Geh weg. Oh, noch eine Muschel. Ja, nice. Und ja. Wie viel haben wir eigentlich? Gar keins momentan. Hätte sein können, dass wir noch ein Herzteilchen irgendwo hatten, aber wohl vertan. Okay. Es ist eine Spinne. Geh her. Ui. Ja, hier ist ein Secret. Oh. Nein! Wieso ein Sog ein bisschen? Da komme ich so nicht hin, da muss ich sprinten können. Aber... Hi. Mutter Erde Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Aha, also... Der Key. Du hast den Schleimschlüssel erhalten. Eröffne das Tor in der Urunga-Steppe. Machen wir mal, ne? So, mach auf jetzt. Ist es nicht ein bisschen umständlich, dass ich jetzt den ganzen Kackweg außen rumlaufen muss? Schon, ne? Na gut. Seine Villa hat schon ein bisschen Moos oben angesetzt am Dach. Ach. Scheiße. Hopp.
Und hopp. Und hopp. Nice. Oh ne. Hier. So, nächster Dungeon. Dungeon. Die Teufelsvilla. Das ist doch keine Villa. Scheint so, als würde das Thema dieses Dungeons bomben. My God! My God! Nein. Da muss ich spotten können, dann bekommen wir wohl den Dungeon die Fähigkeit zu rennen. Hey, hallo. Hihi! Penor? Aua! Ein Schlüssel. Ja, nice. Weichet! Ja, da drüben sind wir diese komischen Gummizellchen, die kann man dann durchrennen. Ey, ihr habt mich verarscht! Da geblieben. Mhm. Jupp. Na, gehen wir mal runter. Ui. Gehen wir wieder hoch. Gehen wir wieder runter. Oh mein Gott. Mal hoch. Hallo. Hey, Dude. Base. Bup. Okay. Ein eigentlich ziemlicher useless Raum, ne? Was heißt useless? Es ist halt einfach, ja, nutzen Key, kriegst einen Key. Hm. Halt, ja, da ist der Kristall auch noch und so. Wenn ich euch krieg. Krieg sie aber nicht. Bräuchte ich. Ich muss sie aber kriegen. Boom, Arschloch. Oh, nein. So, hierher. Penor. Putz. Now die. Oh, Arschloch. Und einen Key. Halt! Hui. Okay. Was haben wir hier? Machen wir es so. Sowas wäre natürlich mit Pfeil und Bogen jetzt schon deutlich einfacher, ne? Aber weil ich halt dumm bin wie Scheiße. Hoch. Hier, Geschenk. So. Und zack. Moment. Nope. Nein. Sein Kopf ist zu konvex. Tschüss.
Tja, tot, ne? Boom. Weg. Geh weg. Noch eine. Tot. Key. Okay, gut. Gut, 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 gut. Haben wir das hier. Mhm. Hier gibt es noch eine Abzweigung. Down. So. Okay. Naja, spätestens wenn wir so einen Mid-Boss haben, was vermutlich wieder einen geben wird, können wir uns ja eh zum Eingang porten. Geh weg! Geh weg jetzt! Gib mir Bomben. Was haben wir denn da? Aha. Wo ist da? Affen. Okay. Ach, schau mal einer an. Aber für was? Ja gut, wenn ich rennen kann, kann ich über den Abgrund springen. Ja gut, schon, ne? Das gibt schon Sinn. Oh. Oi. Hallo. Hier, yam yam. Au. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Boom. Scrap. Boom. Boom, boom, boom. Da haben wir unseren Mitboss. Scheiße, ich habe immer noch keine Flasche. Ich soll mir mal eine Flasche holen. Naja. Und ich brauche Bomben. Jetzt haben wir ein Problemchen. Boom. Mit der letzten Bombe, du. Mit der letzten Bombe. Aber so langsam können irgendwie immer wieder Bomben auftauchen, weil sonst ist es ungünstig. Weg geht's. Ui. Okay, wo haben wir meine Chest? Ah, danke. Geh doch. Stipp. Stirb. Putz. Den Schnabel haben wir immer noch nicht, den Schnabel. Aber dafür mal jetzt eine Chest. 50 Robinchen. Ja, nice. Ist der Raum okay? Aha. Okay, ich schau mal. Okay. Ja, ist ja gut. In Orden.
Also soweit sind wir schon mal gut. Also für dich. Und eine für dich. Pennerkorb vom Herrn. Nee. Ausgerechnet muss der sich jetzt in den Gang da reinstellen, ne? Ich glaub's ja. Jetzt auf Seiten. Tschüss. Der Kompass. Oh, der Kompass. Und die Bombe. Oh. Ein weiterer Key. Mit einer F-E. Okay. Okay, dann teleportieren wir uns jetzt mal zum Anfang zurück. Weil da ist ja noch was zu holen. War das so? Dem war so. Ja, dem war so. Da komme ich nicht rein. Nee, komme ich nicht hin. Du kleiner Arsch. Wollte schon sagen, was ist jetzt? Ach so. Teleport haben wir hier. So. Ein bisschen gut in der Zeit. Okay, dann geradeaus zwei Gänge und dann nach rechts gehen. Okay. Weg. Da rein. Hi. 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 Weg. Dungeon Map. Okay. So. Nach links haben wir da zwei Chests jeweils. Aha. Also in einer von den beiden ist dann wohl noch was. Das war die verarsche Chest auf jeden Fall. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Den da, genau. Da muss ich ja hin. Das ist der letzte Key, richtig? Ne, ist der Scheißschnabel. Hm. Bin ein bisschen allmählich, ich will jetzt nicht sagen verwirrt, aber ich hab mal was anderes erhofft, wenn ich ehrlich bin. Nee. Geh weg. Viechzeug. Mal wieder da oben. Hm. Nein, machst du nicht. Ich habe jetzt aus Versehen mal wieder ein Screenshot erstellt. Ah, scheiße. Naja, nicht schlimm. Geht es? Wenn ich jetzt da hochgehe, ne? Dann müsste ich doch da theoretisch das Schloss aufmachen können und bis an die nicht kommen. Scheißdreck. Mich macht halt stutzig, weil da noch eine Chest ist, eine verschlossen, aber das ist ja eine Fake-Chest gewesen. Und da komme ich nicht hin. Also, warte mal. Wir schauen mal, ob wir irgendwo hier...
wird einen natürlich nicht angezeigt, also wir müssen suchen, ob wir irgendwo eine Eule finden. Nope. Nein. Bisschen weg. Da haben wir eine Eule. Arschloch. 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 Schwind. Schwarzen Klettern und Zwingen gibt ihnen explosives Full. Boah, toll. Voll der Tipp. Da oben ist noch ein Vogel gewesen. Irgendwo hier. Nope. Ansonsten bin ich langsam ein bisschen ratlos, weil ich habe nur noch die eine Chest. Ich kann bloß den Dungeon mal verlassen und meine Dungeon rein. Das ist ein Bug. Geh weg, Mensch. Scheiß Wubbel. Ich hau dich. Und dich hau ich auch. Grün und blau hau ich dich. Dabei waren wir so gut in der Zeit. Ärgerlich. Ah, da. So, sprich. Büro mit ausgeschrieben, schwerverdächtige Stern, Wände und auch das Geräusch. Ja, aber ich hab doch alles Spiel. Wo ist denn hier? Also ich verlasse mal kurz den Dungeon und gehe nochmal rein, weil es ist nur noch die eine Chest da. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich machen soll. So. In der Hoffnung, dass ich jetzt was resettet oder so. Das hatte ich im privaten Durchgang nicht, weil ich wusste noch, dass die Chest da... Auf einmal war da was drin. Da war das keine leere Truhe mehr. Ja, schön und gut. Da immer noch zu. Ach nee. Ich bin im falschen Raum. Ich depp. Guck, bin ich blöd. Himmel, Arsch und Zwirn. Das ist jetzt ungünstig. Also Moment. Wo war der Kristall? Wo war der Kristall? Hier nicht. Wo war das? Puh. Ist nur, weil der da drüben noch lebt. Und da komme ich nicht so einfach hin. Ah, ich kann den nicht wegschieben. Hier war das... Nee. Nein. War das hier? Ja. So, fürchte dich nicht, lauf wieder Wind und Fliege. Ja, würde ich ja gern machen, ne? Wenn ich hätte. Was ich nicht hab. Geil. So, wenn das jetzt bleibt, wäre natürlich grandios, ne? Macht's aber nicht. Scheißdreck. Ungünstig.
Was kann ich denn dann noch machen? Einfach mal aus Verzweiflung. Nein, das nicht. Na gut, ich beende für heute dann erstmal ein Part und ich muss mir was einfallen lassen, wie ich da jetzt weiterkomme. Na gut, aber danke schön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.